Dann nochmal auch für die Onliner herzlich willkommen zu unserer Session Crafting Learning and Working Environments mit Microsoft 365 und der Viva Suite. Wir haben euch ein neues Konzeptboard mitgebracht. Also bitte, wenn ihr auf dem großen Konzeptboard seid, wechselt auf dem Link mit dem grünen Post-it oder über den Link aus dem Discord bitte hier auf unser Konzeptboard, denn wir wollen ja gemeinsam was tun und damit fangen wir erstmal an. Der ist im Grunde genommen ist hier unten dieser gelbe Streifen. Ja, das ist der Bereich, wo ihr euch während der Session, während wir euch unsere Working und Learning Environments vorstellen, eben arbeiten könnt. Ihr könnt euch hier aus den Vorlagen entweder den Lernhaus Workplace oder mein Küchenwohnzimmer Homeoffice Tisch, den ich mal irgendwann fotografiert habe und mit KI erweitert habe. Dieser Fernseher und das Mobile Phone ist da gar nicht, rausnehmen oder halt einfach hier unten den Tisch sozusagen hier nehmen. Einfach Steuerung C, Steuerung V, könnt ihr diese Sachen für euch hier in so ein Board hier rüber kopieren und dort eure Learning und Working Environments aufbauen. Ihr dürft auch aus den Tools, die sind einmal links und einmal rechts im gelben Streifen, dürft ihr euch entsprechend Sachen. Ihr könnt auch einfach sagen, ihr nehmt euch da ein paar mit, kopiert euch die rüber in den Bereich, wo ihr hin wollt und schiebt euch dann das so zurecht, wo ihr sagt, das sind eigentlich die Teil der Dinge, die ihr nutzen wollt. Ja? Sonst natürlich einfach, wenn ihr irgendwas, was nicht Microsoft 365 ist, vielleicht doch nutzen solltet, das soll es ja manchmal geben, dann dürft ihr natürlich auch Post-its schreiben. Einfach hier die blauen nehmen, hier oben einfach draufklicken, dürft ihr einen Sticky Note irgendwo euch hinsetzen. Man kann direkt da rein schreiben und dann könnt ihr das sozusagen in euren Bereichen nutzen. Das könnte dann aussehen, wie zum Beispiel hier, das wäre jetzt meine Lernumgebung, muss man wegklicken, dass ich jetzt also hier auf meinem Mobile Phone habe ich Viva Connections auf dem großen Screen, Teams, wo SharePoint und Viva Engage drin sind. Project wird noch genutzt. Hier so ein Notizbuch mit OneNote und natürlich meine Aufgaben in To-Do verwaltet. Viva Topics, Viva Learning Loop und so weiter. Das haben wir da drin. Und damit wollen wir eigentlich mal starten. Und wir wollen euch tatsächlich unsere drei Lern- und Arbeitsumgebungen jetzt ein bisschen vorstellen. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir haben jetzt 4 Minuten verbraucht, dass wir da ganz gut hinkommen. Ich führe euch jetzt einfach hier oben in den oberen Bereich. Da haben wir hier auch die Möglichkeit, Themenfragenspeicher. Da dürft ihr Post-its reinlegen. Wer sagt, da wollen wir Fragen dazu, würde ich euch sozusagen in diesem Bereich hier einmal mitnehmen. Da ja Lightning Talk gestern zu Periodic Table ausgefallen ist, habe ich den auch nochmal mit hier raufgenommen. Also das wäre jetzt im Grunde genommen mal das Microsoft-Universum. Da habe ich mich gerade gehört. Letztendlich will ich euch einmal kurz mitnehmen in der Microsoft 365-Umgebung und sagen, wie teilen wir das immer ganz gern auf? Microsoft hat ja das Inner Loop und Outer Loop Konzept. Dann versuche ich immer so ein bisschen dran zu erklären, was ist denn eigentlich in Teams, was ist in Jammer oder neu Viva Engage drin? Gibt es diese zwei Achsen und ich muss jetzt mich ein bisschen beeilen, damit wir das in den guten 10 Minuten, die ich habe, hinbekommen. Also unten größte Zielgruppe, wen will ich erreichen? Von einem bis hin zu allen Mitarbeitern im Unternehmen und auf der anderen Achse die Reaktionszeit, der Dringlichkeit. Also ist das Echtzeit oder ist das tatsächlich irgendwie langfristig? Wann erwarte ich tatsächlich Reaktion auf meine Dinge? Und beginne da erstmal für mich. Also ne, da haben wir so ein Outlook, wo ich vielleicht E-Mails an jemanden schreibe, To-Do, meine Aufgaben verwalte, meine Dokumente im OneDrive zum Beispiel drin liegen und ich damit aber auf allen Geräten halt drauf zugreifen kann. Dann habe ich vielleicht noch ein OneNote, um da meine persönlichen Notizen zu machen. Ich komme gerade von 2 Sessions vorher von dem Memex. Das könnte natürlich jetzt auch ein Obsidian sein oder was, wo man halt Dinge hat, aber wir sind im Microsoft-Universum, also im OneNote, wo ich also meine Notizen letztlich mache. Und das ist erstmal für mich mein Arbeitsbereich, von ne, bis hin zum langfristigen Aufbewahren im OneNote. Dann haben wir den großen Bereich des Teamworks, mit Microsoft Teams, wo wir natürlich so einen Chat mit einzelnen Personen abdecken können. Den Bereich, was wir jetzt hier gerade machen, Online-Meeting mit Audio- und Videokonferenzen und Teamwork, tatsächlich mit Teams an Projekten arbeiten. Sinnvoll irgendwo so bis zu einer Größe von bis zu 25, 30 Personen. Danach sind Teams aus
meiner Sicht nicht mehr geeignet. Ne? Und dann halt natürlich Echtzeit hier unten Video, bis halt Teamwork liegen durchaus Dokumente da auch schon mal länger eben drin. Und da kann ich natürlich auch dann wieder das OneNote, was ich persönlich nutze, mit reinbringen und kann natürlich jetzt im Team, im Projektteam, in Organisationen da halt gemeinsam dokumentieren, also eine gemeinsame Veranstaltung, eine Agenda schon mal vorher im OneNote schreiben, während der Session schreibt jemand im OneNote mit, ich komme da raus, da sind die Ideen, die Aufgaben nachher drin, Dokumentation ist fertig, so ist das Idealprogramm. Wer eine Idee haben will, guckt mal in den Lernen aus Digital Zusammenarbeitsguide. Da haben wir auch mal Meeting 2.0 dargestellt, wie man das gut vorbereiten kann. Und Aufgaben dann nicht mehr im To-Do für mich, sondern im Planner für das Team, die wandern dann natürlich schön auch in mein eigenes To-Do eben mit rein. Und wenn die Zielgruppe dann größer wird, sind wir nicht mehr in dem Inner Loop, sondern im Outer Loop und haben da halt das Thema Communities. Ne? Networking, Wissen teilen, lernen, das, was wir heute natürlich hier auch machen im Unternehmen. Und diese zwei grünen Bubbles für Unternehmensnews und Publishing, Internet, Intranet im Outer Loop, wo wir halt einmal Viva Engage, ehemals Jammer, dürfen wir aber nicht mehr so nutzen, weil heißt bald nicht mehr so, ne, drin haben. Und auf der anderen Seite den SharePoint Online, wo ich sowas wie News und eben Informationsseiten im Intranet halt drin liegen. Und man sieht schon, aha, Viva Engage und SharePoint Online teilen sich den Pfeil zu Unternehmensnews. Und das kann man durchaus unterschiedlich da herangehen. Ja, und idealerweise versucht man halt dann im Microsoft-Universum momentan den digitalen Arbeitsplatz in Teams reinzulegen und sagen, all das kann ich aber aus Teams aufrufen. Wenn ich einen SharePoint über Teams aufrufe, heißt das Viva Connections, Viva Engage, also Jammer über Teams aufrufen, heißt Viva Engage und jetzt heißt das insgesamt nur noch so. Also das wirklich als gemeinsamen Arbeitsbereich. Heißt Inner Loop für Arbeit in Teams an Projekten und Outer Loop, so wie jetzt hier auf einer Veranstaltung, aber bitte noch nicht außerhalb des Unternehmens. So, da gehe ich jetzt mal schnell drüber weg. Einfach mal so die Beispiele, Unterschied zwischen Teams und Viva Engage. Das sollte, glaube ich, gar nicht der große Punkt von heute sein, aber einfach halt dazu sagen, bis hin zu großen Gruppen in den Communities, Teams eher geschlossen, auch wenn mal geschlossen und offen. Das kann man ja technisch durchaus beides anders machen. Teams für das ganze Unternehmen öffnen und Viva Engage auch beschränken, ist aber eher nicht zu empfehlen. Also da Projekte, Arbeitsgruppen und hier Standort. Jetzt habe ich noch 5 Minuten, noch auf die Viva Suite einzugehen. Und ihr habt natürlich nebenbei, also ihr denkt an das Whiteboard. Ne? Wir gucken da mal kurz drauf. Also hier auf dem Whiteboard habt ihr ja hier unten wunderbar, so soll das aussehen, haben wir natürlich als eure Umgebungen. Die Viva Suite. Ja, Microsoft verkauft das ja so ein bisschen als die Employee Experience Plattform. Und ist es das wirklich? Also aktuell ist es keine eigenständige Plattform. Sind mehr Microsoft-Tools, die wir verbinden, erweitern zu dem, was wir in den normalen Office-Programmen mit drin haben. Es kommen neue Tools hinzu, es wird aber auch vorhandene Tools werden halt tatsächlich einfach rebranded, wie das Viva Engage zum Beispiel, und werden optimiert. Eigentlich überall ist KI integriert in den Tools, auch schon vor dem ganzen KI-Hype mit ChatGPT und so weiter. Im letzten Jahr hatte Microsoft da überall KI-Funktionen drin und ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund natürlich, weshalb es das als Viva Suite neu gibt. Microsoft vermarktet die Viva Suite eben nochmal zusätzlich und lizenziert bestimmte Dinge auch natürlich zusätzlich. Also zumindest bisher ist Microsoft Viva keine in sich konsistente gemeinsame Employee Experience Plattform, sondern eine Erweiterung von Microsoft 365. Aber sie wird dahin ausgebaut und ich denke mal, dass wir da schon so im nächsten Jahr hinkommen werden. Was haben wir da drin? Wenn ihr mehr wissen wollt, was ich jetzt in meinem Redebeitragszeit habe, sprecht mich gerne nach dem Vortrag an, kann ich da auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich habe schöne Beispiele mitgebracht. Wir haben Viva Connections, also Intranet in Teams einbinden. Auf dem Desktop, aber noch mehr auf dem Mobiltelefon habe ich eine schöne Mitarbeiter-App im letzten Jahr mit einem Kunden aufgebaut. Das ist eigentlich das Ziel, ne? Mobile First durch dran zu gehen, hoher Bedarf nutzen. Naja, Anpassbarkeit beschränkt, heißt immer Dashboard, Feed und Ressourcen und kann man nämlich umbenennen, kann es aber selbst erweitern und da kann ich wirklich Mehrwerte auch für Frontline-Worker in Viva Connections bauen und die mit ins Internet integrieren, auf Augenhöhe bringen. Viva Topics, Business Management in SharePoint, Teams auch wie bei Gage bereits verknüpft, Wissensseiten letztendlich und mit KI-Unterstützung.
Dann haben wir Viva Learning, also vorhandene Learning-Management-Systeme ja, mit einbinden. Das geht eben auch dahin, dass wir da viele Fremdsysteme, Third-Party-Apps, SuccessFactors und so weiter eben mit anbinden können. Im Standard mit drin sind LinkedIn Learning und natürlich auch Inhalte, die ihr direkt im SharePoint als SharePoint-Pages übernehmen könnt. Viva Insights, ja, Achtsamkeit, Wellbeing. Jede Menge KI. Ich schreibe gern Datenschutz beachten drunter. Naja, also die Auswertung für ein persönliches ist da ganz schön. Wenn man aber guckt, was halt tatsächlich auch weiter möglich ist, kann ich ja nicht auch Teamauswertungen und so weiter machen. Und dann muss man immer ein bisschen im Unternehmen gucken, ob das tatsächlich auch alles auszuwerten sein soll und die Führungskräfte dann wissen, ja, wie die Mitarbeiter im Team so ticken. Hilft natürlich, wenn man es macht, auch eventuell da einfach die Teamarbeit zu optimieren, wie gemeinsame Fokuszeiten einzurichten und 1-zu-1-Meetings zu planen und so weiter. Viva Engage, mein Lieblingsthema, Gemma, Community ist tatsächlich das, was wir hier machen, nur ins Unternehmen gebracht, tatsächlich uns austauschen an ja, Communities of Practice und Interest tatsächlich uns auszutauschen. Auch sowas wie News hatten wir eben ja gesehen, da gab es das Pfeilchen News aus Standorten von Unternehmen, größere Unternehmen durchaus möglich. Wird mittlerweile erweitert um Story, nämlich man muss immer halt mit Mobile Phone und ich muss mittlerweile Videos da reinbringen, aber auch so im Bereich Answers, Leadership Corner, um Führungskräfte einzubinden, Campaigns, um interne Kampagnen zu machen. Und natürlich Verknüpfung mit Viva Topics dann eben, wo ich auch Themen an Posts ranschreibe. Dann habe ich Viva Goals, Objective and Key Results. Der Lernos Leitfaden for You lässt grüßen, wer was Objectives und Key Results lernen möchte. Da hilft der sicherlich gut weiter. Und wenn ihr sie dann verwalten wollt und automatisch eben auch sehen wollt, wo ihr steht, mit eurer Zielerreichung, dann ist Viva Goals für euch das Richtige. Integration in Teams, Planner, Project geplant, man kann Werte aber auch manuell hochsetzen, als auch Excel-Tabellen auswählen oder Third-Party-Anwendungen anbinden. Mit Viva Sales haben wir so ein besonderes Ding mit drin in der Viva Suite, nämlich tatsächlich hier jetzt für bestimmte Benutzergruppen, nämlich halt dann den Sales-Anbindung an Dynamics CRM, Outlook, gehe ich mal nicht weiter drauf ein. Und angekündigt für Anfang 2023, ich weiß, wir sind in der Mitte, sollte also demnächst was werden. Viva Pulse für Mitarbeiterfeedback, also am Puls der Zeit zu bleiben, also die Mitarbeitenden regelmäßig mit vorbereiteten Umfragen abzufragen, mit Vorlagen tatsächlich dran zu gehen und analysieren. Amplify eben auch das Kampagnenthema in die interne Kommunikation zu bringen und zu sagen, ich schreibe an einer Stelle, kann aber diese Informationen per E-Mail, per Teams, per SharePoint, Viva Engage tatsächlich aussteuern und nachher analysieren, also mehrere Kanäle gleichzeitig nutzen. Viva People habe ich noch kein Symbol für, aber das wird so die Ablösung von dem Delve, wo wir User-Profile drin haben und ich dann auch Auswertungen machen kann tatsächlich. Vielleicht komme ich da nochmal kurz auf die Folie am Ende. Dass man eben auch sehen kann, wer ist gerade im Office zum Beispiel, wer beschäftigt sich mit welchen Themen und so weiter. Und hier ein kurzer Überblick über die Lizenzen. Ich weiß ja nicht, wir haben ja noch zwei Punkte. Eine Frage direkt, den Rest vielleicht im Anschluss oder sammeln. Gern. Wenn ich mir das anschaue, ist es so, dass Microsoft jetzt quasi auch quasi mehr oder weniger Salesforce und Workday mit, also von der Funktionalität mit integrieren will, weil du halt einen Sales-Bereich und halt einen sehr starken Personalbereich mit hast. Salesforce ist ja tatsächlich, also lässt sich natürlich auch andere Dinge anbinden. Monday.com ist auch als Third-Party halt drin, ist auch halt, dass ich auch weitere Tools mit reinbringe. Aber natürlich im Dynamics CRM gibt es da ja schon einen großen Sales-Bereich und das hat tatsächlich mit dem Viva Sales zu verknüpfen, geht das in die Richtung, ja. Hier seht ihr so ein bisschen, was enthalten ist und was sozusagen bei normalen E3-5-Lizenzen mit drin ist, was zusätzlich lizenziert werden muss und einzeln gebucht werden kann. Und ich glaube, hier gebe ich jetzt auch erstmal ab. Du machst den zweiten, du machst den zweiten Teil, ne? Dann übernehme ich mal, genau. Ich würde mal kurz das Thema OneNote als Lernumgebung kurz vorstellen. Ähm,
Ihr solltet jetzt schon was sehen. Ja. Genau, ich habe mir selber mal einen Timer auf 8 Minuten gestellt. Genau, vielleicht ganz kurz für diejenigen, die OneNote noch gar nicht kennen. OneNote ist nichts anderes als eine digitale Version einer Notizmappe, in der man alles und Informationen zusammentragen kann. Das ist so die Grundidee. Und da will ich euch mal kurz meine OneNote-Mappe zeigen, die aufgebaut ist. Und dann so 2, 3 Beispiel-Use-Cases. Genau, also das, was ihr oben seht, das ist jetzt diese sogenannte Struktur. Das sind wie einzelne Register. Und das sind bei mir jetzt farblich 2 unterschiedliche. Einmal die orangenen, das sind eher sehr so dynamische Informationen. Also wie Mitschriften in Terminen, Prozesse, Aufgaben, Leseliste. Und die grünen, das sind eher so statische Informationen. Also alles, was ich irgendwie im Kopf mir nicht merken kann, was ich aber vielleicht in 2 Jahren, 3 Jahren, wann auch immer nochmal brauchen könnte. Das geht mir in die grünen Töpfe. Genau, und ein Use Case, also eigentlich ähnlich, was der Markus zu Beginn sagte, irgendwie so den Überblick, was ist der eigene Arbeitsplatz. Das ist tatsächlich auch ein OneNote Use Case bei mir. Ich habe es jetzt mal hier genannt, Dashboard als zentraler Einstieg. Quasi als Idee, Spinne im Netz, immer wenn ich irgendwo stolpere, wo ist jetzt nochmal der Link, dann habe ich da einen Ort, wo ich mich drauf verlassen kann einigermaßen. Die Struktur ist ein bisschen anders als beim Magnus. Da war es, glaube ich, Kommunikation, Projekte, Ablage. Bei mir sind es einfach nur generisch die Hüllen meiner eigenen Aktivitäten, wo ich eher autark unterwegs bin. Was sind da so zentrale Einstiegsstellen? Und da sieht man jetzt, das sind viele, die hauptsächlich im OneNote selber stattfinden, aber auch manche in anderen Arbeitsumgebungen. Da hat der Magnus eben auch schon gesagt, in M365 zum Beispiel To-Do für Aufgaben und so weiter. Ja, und dann gibt es aber dann noch die größeren Zwiebelschalen Team, Dinge, die in einem Team, im Projektteam passieren, was in einem Unternehmen passiert, also wo man da irgendwo Interaktion kommt, Anlaufstellen im Intranet zum Beispiel und World habe ich es mal genannt, alles was noch größer ist. Genau, da die zentralen Links. Ich habe mich mal versucht, auf die Top 10 zu fokussieren, weil sonst artet das aus in so eine extrem lange Linksammlung, wo man sowieso wieder nichts findet und alles veraltet ist. Deswegen habe ich da wirklich die Essenz dessen reingepackt, wo man wirklich als Anlaufstelle braucht. Genau, also das ist so ein Use Case, sage ich mal, als Anlaufstelle, Spinne im Netz. Ein zweites Use Case ist, das sieht man auch in der Navigation oben bei mir, so eine Art Reading List. Das kann man auch mit Bookmarks im Browser machen. Ich mache das halt im OneNote. Das heißt, wenn ich im Browser bin, um eine interessante Website zu lesen, wo ich sage, ach, schaffe ich jetzt nicht. Ich muss ins nächste Meeting oder in die nächste Session, aber die LOSCON Convention, was es da an Dokumentation von diesem und letzten Jahr gibt, da gibt es eine Wiki-Seite bei uns, die ist offen verfügbar, wer da im Nachgang mal nachschauen will. Und ich sage, das habe ich mir jetzt vorgenommen, im Nachgang nochmal anzuschauen. Dann gibt es im Browser die sogenannten Extensions, Erweiterungen, so Plugins könnte man nennen. Und mit denen kann ich mir dann einzelne Beiträge im Internet quasi als Seite automatisch in mein OneNote holen und habe das dann immer dabei. Das heißt, ich habe das so offline unterwegs, wenn ich auch in der Bahn bin. Und das läuft dann automatisch in das OneNote in meinem Reading Repository. Wenn ich das fertig gelesen haben sollte, ja, dann nehme ich das und sage, okay, habe ich gelesen, kann weg, dann lösche ich es. Oder wenn ich sage, es ist so wichtig, das brauche ich vielleicht für die LOSCON nächstes Jahr nochmal als Anlaufstelle, ne, dann nehme ich das einfach, drag and drop, wie ein Blatt Papier, was ich irgendwo hinschiebe, packe ich das in meine Struktur, die längerfristig dann abrufbar ist. Ne? Genau. Genau, und das dritte vielleicht ganz kurz noch, dritte Beispiel als Trainer für. Wo bin ich jetzt? Muss ich gerade selber gucken. Genau, gut, dass ich meine Linksammlung hier habe. Nein, doch, da bin ich. Als Trainer für Office 365, insbesondere Teams und SharePoint, gibt es ja doch vieles an Neuigkeiten, die sich ergeben, auch von Microsoft. Und da nutze ich unter anderem halt auch OneNote als zentrale Anlaufstelle, um so ein bisschen für mich selber zu kuratieren, was so die wesentlichsten Neuigkeiten sind. Ne? Alles wird man dann nicht irgendwie brauchen, aber so hat man so einen Überblick nochmal in der Historie, was ist denn in den letzten Monaten so passiert und kann das dann in Angebote dann schneller einflechten.
Genau, das wäre jetzt mal in aller Kürze das Thema OneNote als persönliche Arbeitslernumgebung. Genau. Kannst du eine Frage? Ja, eine Frage würde ich nehmen. Was mir nicht ganz klar ist, also bei dem Dashboard vorne, das sind dann Absprünge in andere OneNote Reiter oder? Teilweise, genau. Also ja. Hier ist es so, also die Struktur in meinem Dashboard ist eigentlich redundant, weil es ist einfach eine OneNote interne Verlinkung. Die ist eigentlich nur nicht notwendig, weil die habe ich hier auch abgebildet. Mhm. Das ist eigentlich das 1:1. Um Vollständigkeit halber habe ich es dann aber hier aufgenommen und manche Dinge, wie der Markus auch gesagt hat, passieren halt in anderen Tools. Nicht alles werde ich mit dem OneNote erschlagen. Ich habe E-Mails, ich habe Aufgaben. Das ist für mich einfach nur der kleine Merker, der Use Case, also das, was ich damit mache, das Projekt, der Titel, das sind die wesentlichen Anker. Und das Tool dahinter ist einfach nur für mich die gedankliche Referenz, was ist denn der Link eigentlich? Wohin springe ich denn da eigentlich? Cool, danke. Vielleicht als Folgefrage. Und dir ist schon bewusst, also du hast dich damit jetzt für dein Leben lang auf OneNote und Microsoft festgelegt, weil einfach mit dem Beispiel, du hast ja die ganzen Links, hier hast du dir alle reinkopiert, könntest du dann sehr schwer migrieren. Irgendwo anders. Das ist tatsächlich ein wesentlicher Vorteil, wenn ich jetzt sage, OneNote gibt es nicht mehr, dann mache ich einen Export und sage, das ganze OneNote lade ich mir als PDF runter und habe die ganzen Links oder ich mache mein Word daraus und schreibe ein Buch oder was weiß ich. Also das ist sehr, sehr durchlässig nach außen. Wir haben tatsächlich unseren Leitfaden in OneNote geschrieben und auch über dieses Ding nach Word und dann halt zum Markdown migriert, ja. Das geht. Also ich kriege es jetzt nicht in ein anderes Bookmarking-System dann importiert zum Beispiel, ne, im Browser. Das geht nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, ein Teil davon ist gedoppelt. Also gerade der Mi-Bereich, glaube ich, ist vorwiegend von OneNote gedoppelt. Könnte man den Bereich auch automatisiert, also so ein bisschen so wie so ein Verzeichnis, generieren lassen? Automatisieren kann man in O365 auch Sachen in OneNote einladen mit Power Automate. Ich meine das Verzeichnis. Das Verzeichnis, je nachdem, was ich vorhabe, kann man sowas machen. Aber muss man sich im Detail angucken, was man vorhat. Aber man kann Sachen da reinlaufen lassen. Dann gehen wir mal weiter, ne? Hast du direkt, oder? Ich teile direkt, ja. Super, ich habe euch noch ein drittes Beispiel mitgebracht. Ich teile euch mal nochmal das Konzeptboard, dass ihr seht, was wir so nutzen. Zum einen für eine kleine Zwei-Mann-Firma, Vorteil von Microsoft. Wir haben alles so ein bisschen dabei, können mal gucken, wo ordnen sich für uns die Tools ein, wo, wenn ich nicht viele Lizenzen möchte. Deshalb habe ich euch zum einen mal unsere persönliche Lernumgebung mitgebracht für Trainer, Coaches. Und zum anderen auf das Beispiel, was ich vor allem eingehen mag. Wir haben zusammen mit der Corporate Learning Community den Microsoft 365 Stammtisch ins Leben gerufen, weil einfach oft so das Thema war, können wir uns mal austauschen, können wir mal ausprobieren, können wir mal zusammenkommen rein zu einem Microsoft-Thema und können wir vielleicht auch in den Tools dann auch arbeiten und auch mal Menschen finden, die Bock haben, was auszuprobieren in einem geschützten Rahmen. Und so kam die Idee des Microsoft 365 Stammtischs. Wir treffen uns so einmal im Monat mit einem Fokusthema. Das war uns auch wichtig, dass es nicht nur so eine wir tauschen uns mal aus, Runde ohne Ergebnisse wird und jeder berichtet, wovon er für Herausforderungen steht. Ist zwar schön, aber für viele war dann so, jetzt sprechen wir wieder nur drüber und es gibt keine Lösungen. Und so gab es Schwerpunktthemen, wo wir gemeinsam drüber sprechen. Zum einen in den Live-Sessions und zum anderen haben wir dann ein gemeinsames Teams. Da sind wir jetzt gerade noch so schön an dieser Grenze von Personen, die gemeinsam in den Teams arbeiten können. Um aber auch aus der Lernsicht mal zu gucken, wie kann ich auch so ein Teams als Lernraum nutzen mit den verschiedenen Registerkarten, die ich einfügen kann, mit der Kanalstruktur. Und ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht, wie wir das Team strukturiert haben, mit unseren Infos, so ein paar Spielregeln, wie wir uns in unseren Teams verhalten wollen, welche Spielregeln es gibt. Dort findet dann auch in einem anderen Kanal die Session-Doku statt, dass also auch die, die nicht dabei waren, noch wissen, was wir besprochen haben. Wer ist vielleicht auch Ansprechpartner? Wer mag noch was berichten im Nachgang? Wir haben auch noch so einen offenen Fragenkanal, wenn es zu Apps Fragen gibt oder zu einer Funktion.
Und natürlich auch unter Peers so ein bisschen den Sparring, wer sucht was, wer braucht vielleicht mal so eine Übungsgruppe. Das haben wir halt als Selbstständige festgestellt, uns fehlt oft so der Counterpart, wenn ich jetzt einen Lernraum gestalte für eine Lerngruppe, wir sind zu zweit, wir testen es mal, aber ich bräuchte vielleicht auch mehr Menschen, die mal mitmachen, die gerade die Konstellation intern, extern, was funktioniert an Tools, was funktioniert nicht. Und ich möchte vielleicht jetzt nicht zu meinem Kunden sagen, hey, ich bin mir nicht so sicher, ob es funktioniert. Und da nutzen wir die Möglichkeit eben auch mit Gleichgesinnten einfach mal zu üben, Methoden auszuprobieren, an die Grenzen zu stoßen, auch zu scheitern, wenn was nicht funktioniert. Aber auch so zu sehen, was nützt es uns für den Job, für den Alltag, für eine Lernumgebung, wo stoßen wir an die Grenzen. Und ich muss sagen, es ist ein sehr schönes, offenes Miteinander. Wir probieren alle aus. Wir haben immer so eine Stunde Zeit, die im Flug vergeht, mit vielen Themen, wo wir uns auch immer wieder bremsen müssen, nicht zu viel in einer Stunde machen zu wollen. Aber dafür gibt es ja dann auch die asynchronen Möglichkeiten mit Doku, mit Austausch. Und so langsam formieren wir uns. Und es darf natürlich jeder mitmachen. Es ist überhaupt keine Verpflichtung, jedes Mal dabei zu sein. Wir posten immer die Links über LinkedIn, über die CLC-Seite, über unseren Blog. Und da jeder darf mitmachen, sich ausprobieren. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und so lernen wir von und miteinander mit einem Teams in MS Teams. Ich glaube, wenn es jetzt noch zu den anderen Themen auch Fragen gibt, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt für den Austausch, oder? Ja, so aus der Realität so unseres Unternehmens, wir haben halt, was du am Anfang sagtest, mit Engage und Teams, so die reine Logik, Inner Loop, Outer Loop, funktioniert bei uns tatsächlich so gar nicht. Wir haben gemerkt, dass es sich bewährt für Communities of Practice auch in MS Teams unterwegs zu sein, weil die Interaktivität viel höher ist, es geht viel schneller, das hängt auch mit dem Aufsetzen der internen Plattform zusammen, dass wir das nicht integriert kriegen in Viva Engage in MS Teams. Das heißt, wir haben den Jump-Off-Punkt nicht. Also aus betriebsrätlichen Vereinbarungsgründen heraus. Wir haben teilweise Teamsräume mit 3000 Leuten und so, genau. Und haben dann das dann wieder mit Side Collections verbunden. Und das klingt so ein bisschen wahnsinnig, aber es hat sich auch ein bisschen bewährt, weil wir auch gemerkt haben, viele Kollegen wollen gar nicht direkt immer auf einer unternehmensweiten Plattform sein. Und es hat noch ein bisschen mehr das Gefühl von einem geschützten Raum. Und so vor dem Hintergrund Psychological Safety, der gestern mehrfach kam, ist da so ein bisschen, aus dem Übel auch vielleicht ein kleiner Vorteil geworden, weil wir gemerkt haben, es öffnen sich Leute, die es sonst vielleicht auf der unternehmensweiten Plattform so gar nicht getan hätten oder gar nicht tun. Also wir erreichen da tatsächlich andere Leute, auch wenn es von vielen Funktionalitäten gar nicht so optimal ist. Ja, aber ja, ich weiß nicht. Aber du hast ja bestimmt einen Grund, warum du gesagt hast, das ist eher nur für ganz kleine Gruppen. So. Ja, das Thema mit dem Inner Loop, Outer Loop ist halt tatsächlich... Das Arbeiten an Dokumenten in Teams ist halt ein ganz anderes als tatsächlich das Organisieren der Community. Und ja, natürlich geht es technisch beides. Es hängt natürlich auch viel mehr halt noch von Dingen drumherum ab. Ja, nichts umsonst gibt es da das Thema Community Management, wo wir ja gestern auch ganz viel drüber gehört haben. Es reicht nicht, ein Tool zur Verfügung zu stellen. Aber die Tools tatsächlich, um große Gruppen zu erreichen, ist natürlich mit einem Viva Engage schon anders als bei einem Teams. Ja, wenn es tatsächlich dadurch darum geht, an Dokumenten zu arbeiten, aber das tut ihr mit 3000 Leuten sicherlich auch nicht kollaborativ. Ja, es ist halt tatsächlich dann die Kommunikation, die ihr da halt in Kanälen organisiert. Und da könnte schon, es ist immer so eine Definitionssache, was passt gut und wo natürlich auch durchaus bessere Ideen, bessere Vorstellungen woanders halt funktionieren können. Aber geeignet ist es aus meiner Sicht dafür nicht, das Teams sozusagen. Aber es ist halt auch, ich kenne es aus dem Unternehmen, aus dem Konzern, wo wir tatsächlich Jammer 2014 eingeführt haben, lange bevor Teams überhaupt kamen. Das ging viel einfacher als bei den ganzen Unternehmen, wo erst Teams kamen und sagten, ja, und jetzt könnte man nochmal Viva Engage oder die Jammer machen. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist nicht so einfach. Ja, das nochmal zu verstehen, sagen, das ist was ganz anderes. Weitere Rückfragen? Ich würde gern was dazu sagen, weil ich arbeite in einem Unternehmen mit
knapp 400 Mitarbeitenden und wir haben Office 365 und es gibt in Teams Kanäle, die für alle zugänglich sind, wo wir eben Informationen teilen, was mache ich, wann, wie, wo, warum. Und dann gibt es eben Projektteams in Teams, die dann eben auch gemeinsam an Dokumenten arbeiten. Also ich denke, aus meiner Sicht brauchen wir dieses Viva Engaged nicht, weil wir eine übersichtliche Gruppe sind oder eine übersichtliche Anzahl an Mitarbeitenden, wo man die 400 Menschen abholen kann über schlichte Teams-Kanäle, wo es eben keine Dokumente zu bearbeiten gibt. Und dazu haben wir Intranet und SharePoint und, naja, muss ich nicht weiter ausführen. Also das war jetzt so meine Idee dazu. Wir sind jetzt eigentlich schon 3 Minuten über der Session. Wir können gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich würde vielleicht trotzdem noch mal auf einen... Wir haben noch 13, 15 erst angefangen. Ja. Ach so. Ja, wir haben noch, das ist ja gut. Wir haben noch Zeit. Wir haben doch ganz viel Zeit für Fragen. Ja, eben. Also auch ganz gerne entspannt machen. Also auch gerne an die Online-Teilnehmer, falls jemand eine Frage hat, eine Idee, einen Impuls oder gerne auch hier im Raum. Genau. Ich würde gerne noch was ergänzen, und zwar bei Viva Engage geht es ja eher auch um Interessen, also um Interessen zu veröffentlichen, um Communities zu bilden, nicht nur um die Leute abzuholen zu einem bestimmten Thema, sondern einfach, dass die Mitarbeiter auch auf uns dann selber zukommen und sagen, hey, wir hätten Lust auf eine Entwicklergruppe oder so und da möchten wir Informationen teilen, Stories teilen. Und es gibt ja auch, keine Ahnung, Katzenliebhabergruppen oder so. Sowas wird ja auch viel, also mit Hobbys auch, findet auch was in Viva Engage Feed statt. Und ich glaube, es muss man, ist ein bisschen informeller als das Intranet zum Beispiel. Ja, muss man ein bisschen differenzieren. Und Teams ist ja eher auf die Arbeit bezogen. Und da sehen wir zum Beispiel die Unterschiede. Im Intranet kann man nicht über solche Themen, glaube ich, kommunizieren. Barbara von Online? Ja, ich habe eine Frage. Ich weiß, dass man alles im World Wide Web googeln kann. Aber gestern ging es ja auch darum, dass man so ein bisschen, dass es sinnvoll ist, sich so eine Kompetenz aufzubauen, was, wo und deswegen frage ich immer gerne Leute nach ihren Erfahrungen. Bei uns wird das alles so ausgeschüttet und jeder, vor allen Dingen, ich repräsentiere jetzt die große Menge der älteren Mitarbeiter bei uns, muss ich dann so ein bisschen gucken, wie er damit zurechtkommt und wie die Verbindungen sind und was sinnhaft ist und was nicht. Habt ihr jetzt an alle Seiten, wo ihr sagt, ah, wenn ich was zu... Office 365 wissen will, dann gucke ich da, weil, keine Ahnung, das ist eine gute Zusammenfassung, da kann ich verzweigen oder auch nicht, da kann ich je nach Level mich bewegen, sage ich jetzt mal. Ich weiß, dass es natürlich so, also aus meiner Sicht so Nerd-Communities gibt, das verstehe ich zum Beispiel nicht, wie viele andere in die sich jetzt nicht rund um die Uhr damit beschäftigen. Ja, ist da sowas bei euch bekannt? Oder was nutzt ihr? Okay, die Frage kommt gar nicht mehr auf. Okay, alles klar. Dann das dazu. Hat jemand eine Antwort drauf? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich natürlich da zu informieren. Und Microsoft bietet da schon eine ganze Menge selbst an. Das jetzt auch als Lösungsanbieter sagen wir natürlich, machen da natürlich einiges, bieten da nicht auch Schulungen an. Es macht auch Sinn, tatsächlich sowas intern als Unternehmen einfach aufzubauen und zu sagen, ich habe da halt ein Portal, wo man halt tatsächlich hingeht. Ich glaube, das macht Sinn. Okay. Mhm. Ja, okay, das sind ja schon mal 2 Ansätze. Danke. Jean-Baptiste habe ich als nächstes. Ja, danke. Was mich interessieren würde,
in diesem Jammer, jetzt Viva irgendwas benannten Umfeld, habe ich so in Erinnerung, gab es auch so eine Videokomponente, dass ich irgendwo mit der Company irgendwo einen Dialog wählen kann. Und generell stelle ich fest, dass relativ viele von meinen Unternehmensgesprächspartnern auch heute noch sehr scheu sind im Umgang mit dem Medium Video. Wie erlebt ihr das so in euren Organisationen? Gibt es schon einen Casual-Umgang mit dem Medium Video? Schult ihr in irgendeiner Form den Umgang mit Video? Wie macht ihr das? Ich weiß nicht genau, wo ich das abziehe. Also ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, aber bei uns geht alles über Video mittlerweile. Die komplette Kommunikation. Also wir arbeiten alle von zu Hause aus und wenn ich kein Video-Stream hätte in Teams, dann wäre ich aufgeschmissen, weil ich teile meine Dokumente über Video und wir machen Meetings über Video, Teams, Video. Also für mich ist das mittlerweile Usus und bei uns wurde das innerhalb von einer Woche ausgerollt als Beantwortung an Barbara. Was das Thema Videoportal angeht, Microsoft hat tatsächlich ein paar Schritte tatsächlich unternommen. Da gab es ja dann das Microsoft Video, dann gab es Stream. Jetzt wird Stream aber im Grunde Richtung SharePoint umgemünzt. Das ist so ein bisschen, finde ich, ja unglücklich, dass wir das schon wieder anfassen. Letztendlich ist aber der Punkt, da jetzt tatsächlich in den stehenden SharePoint tatsächlich zu gehen für Videos schon letztendlich schon schlau, das damit aufzubauen. Muss man natürlich wieder ein neues Videoportal halt selbst bauen, kann aber auch diese Video halt in alle eigenen SharePoint-Sites tatsächlich mit integrieren. Das macht schon Sinn. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele Unternehmen schon anfangen, da halt sich Videoportale eben aufzubauen intern, wo solche Dinge im Verschulungsvideos für interne Videos tatsächlich genutzt werden. Und auch gerade halt die junge Generation, die erwartet das natürlich durchaus auch im Unternehmen, dass wir das haben. Ja? Und deshalb, ja, ich habe es gerade bei Viva Engage eben mit angesprochen, auch das gibt es ja dann eben diese neueren Funktionalitäten wie den, wie heißt es? Komme ich nicht auf den Begriff. Stories, Viva Stories, wo halt tatsächlich auch Video eben viel mehr mit reinkommt. Ich glaube, dass in alle Tools mit aufgenommen werden sollte. Vielleicht nochmal zu der Frage, die wir eben Richtung Viva Engage Use Cases eben hatten. Das sind sowas, was wir immer so als Use Cases für Viva Engage Jammer halt sehen. Ne? Wir haben halt diesen Bereich blau, was tatsächlich halt auch sowas, was man mit SharePoint machen könnte, informieren, halt auch wirklich auch one to many sind da durchaus Dinge, wie News aus Abteilungen und so weiter da halt zu pushen, weil wir halt in Viva Engage durchaus eben auch die Übersetzungsfunktion automatisch mit drin haben, ja? Bis hin zu eben Communities of Practice für Fachexpertise mit Knowledge Base, tatsächlich Fragen und Antworten Themen abzudecken, da eben die Verknüpfung mit Viva Topics wirklich halt das auch wirklich, als ich Community, also wirklich die Themen, wo ich darüber diskutiert habe, auch in SharePoint mit aufnehmen kann. Und damit, denke ich, haben wir schon einen großen Vorteil gegenüber Teams, als auch in dieses, was du eben sagtest, Interessens-Communities, tatsächlich Interessens-Hobbygruppen, Sportgruppen und so weiter, die halt tatsächlich auch von den Mitarbeitern tatsächlich gewünscht sind, tatsächlich zu realisieren. So. Du hast eine Frage online. Und noch online haben wir gleich eine Frage. Möchtest du zuerst, Stefan? Oder online? Wen hatten wir online? Das wäre dann vermutlich ich, genau. Das passt eigentlich ideal zu meiner Frage, weil was mir so ein bisschen in der Übersicht fehlt oder auch in dem verankert jetzt in der Microsoft Suite, ist das echte Wissensmanagement. Also, dass ich wirklich weiß, an einer zentralen Stelle unter einer bekannten URL, die auch für jeden sozusagen langfristig stabil, auch wenn man es mal umbenennt oder so, da ist, wo einfach relevante Sachen stehen und man auch die Updates, die Veränderungen mitkriegt, wenn sie einen interessieren. Und das fehlt mir eigentlich als ganz zentrales Element in Organisationen, im Wissensmanagement. Ich weiß nicht, wie ich das in Microsoft 365 abbilden soll. Ich komme so halt aus der Confluence-Ecke und ich check's immer noch nicht, wie ich das machen kann.
Also da muss ich wieder in die Bresche springen für OneNote, beziehungsweise, also ich habe lange Zeit Wiki-Trainings gemacht und sehe das eigentlich auch so, dass dass OneNote in die Richtung geht. Für kleinere Teams ist eine gute Anlaufbasis, so als Knowledge Repository, also für einen persönlich und für kleinere Teams, aber sobald es irgendwie über 30, 40 Leute geht, fehlt es da irgendwie. Also es gibt mit OneNote wird es dann eben auch zu groß. Ich suche was für 500 oder für 5000 Leute, ne? Also nicht für ja, richtig. 50. Ja. Genau, also im SharePoint gibt es noch die Möglichkeit, sogenannte Wiki-Seiten früher, aber das ist nicht vergleichbar mit Confluence. Also sehe ich genauso wie du. Okay. Danke. Ich bin ja tatsächlich auch jahrelang mit Confluence groß geworden, muss man so zu sagen, und auch darüber zu den Microsoft-Tools gekommen. Mir fehlt tatsächlich das Enterprise-Wiki im Microsoft-Universum immer noch. Aber wenn wir uns Viva Topics ansehen, geht das natürlich jetzt in eine Richtung, wo wir mehr daraus nehmen können, als wir heute vielleicht aus einem Confluence rausnehmen können. Ja, wo man sagt, okay, zumindest für diesen internes Wikipedia-Klossar-Thema habe ich da eben durch das KI-Thema, es kommen halt Inhalte rein. Ich kann die Seiten öffnen, ich kann tatsächlich da halt auch wie Wiki drin bearbeiten, ich kann ganz normal die SharePoint-Seiten da bearbeiten, habe aber die Experten sozusagen, Expertinnen aus dem Unternehmen mit drauf, ich habe die Community-Beiträge zu den entsprechenden Themen mit drin, kann das da halt mit einbinden und habe da vielleicht nochmal einen Mehrwert, den ich gegenüber den reinen Confluence-Wiki-Seiten halt habe. Ja. Ich bin dabei, klar, wir sind dann noch nicht bei Atlassian Confluence, aber für das Wissensmanagement Unternehmen durchaus schon geeignet. Inklusive Update-Push, dass ich mitkriege, wenn sich was verändert, wenn mich was interessiert, weil das ist ja für mich das ganz Zentrale, dass ich nicht wirklich immer selber wieder draufschauen muss, weil das skaliert nicht, sondern dass ich wirklich über neue Dinge, die irgendwo reinkommen, informiert werde, wenn es denn mich interessiert und ich das entsprechend markiert habe. Weil alles andere skaliert nicht. Das macht die Topics tatsächlich, ja. Okay, super. Kannst du dazu noch was sagen, weil die Funktion ist mir in Topics neu, den Update-Push. Und ich glaube, eingangs in einer Folie stand auch das Engage noch nicht in Topic, also von Topics ausgelesen wird, aber kommt. Ist, da, also ist das schon? Ist schon? Da ist meine Folie nicht an der Zeit. Okay, also Engage wird jetzt ausgelesen von Topics oder? So, ausgelesen. Inhalte, die in Engage stattfinden, finde ich die in Topics wieder? Ja, dann wohl tatsächlich noch nicht ganz. Also was ist, Topics bindet sich ja in deine Tools mit ein. Das heißt, wenn du irgendwo in Teams über ein Thema schreibst, dass es verlinkt wird und du halt tatsächlich auch diese Information erstmal in so einem Pop-up-Fenster und dann halt rausspringen kannst. Das hast du in Teams, das hast du in Outlook, das hast du auch schon bei den Topics tatsächlich in Viva Engage. Du kannst es in Office-Programmen wie Word und Excel auch machen, das ist aber schon ein bisschen hakelig. Also das kann ich dir gerne mal auf der Folie zeigen, das mag ich nicht. Aber dass er das rausnimmt. Also wir machen das tatsächlich so, dass wir das integrieren. Dass wir sagen, wenn wir Viva Topics nutzen, dann integrieren wir da nichts, habe ich es gar nicht mit drauf hier unten. Doch hier ist Conversation, dass wir halt sagen, wir integrieren auf die Topics-Seite tatsächlich die Conversations, also die Jammer-Posts zu dem Topic. Und ich habe ja hier unten, ich kann in Jammer diese Topics ja definieren und dann sage ich, egal welcher Community ihr geschrieben habt, das zeigen wir auf der Seite halt an. Ja, und das muss ich momentan aber schon noch, das muss ich manuell machen. Ja. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende des Themas. Danke für euren Input hier an den Learning Environments. Ich würde euch auch noch bitten, vielleicht so ein ganz kleines Feedback-Checkout auf der Seite zu machen. Das wäre toll. Und dann, ja, weiteren guten Tagesablauf, gute